Hallo, hier ist die Kati und willkommen bei Teil 16 unseres Wax-to-Witches Pferderanch. Ruby liegt noch stinkig im Bett. Die Energie geht so langsam hoch. Ich weiß auch nicht, was sie immer. Irgendwie ist sie immer müde. Immer. Aber ja, gut, es wird vielleicht langsam. Sie muss noch ein bisschen duschen, was essen, auf Toilette. Ja, was man so machen muss, ne? Katzenklo sieht auch ekelhaft aus. Na gut, gehen wir erstmal. Ich würde sagen, Toilette, duschen, dann Katzenklo. Und dann was essen. Haben wir noch ein bisschen leckeren Obstsalat? Ah, Obstsalat ist alle. Die verfügbaren Reste entsprechen nicht den Essenspräferenzen. Moment, was ist denn da drinnen? Öffnen? Was gibt es hier für Reste, die Ruby nicht schmecken? Es sind doch gar keine Reste mehr drinnen. Also irgendwas Gekochtes ist ja hier gar nicht drinnen. Na gut, dann machen wir mal wieder was. Sie hat jetzt hier gesunde Mahlzeit kochen. Das ist ja toll. Dadurch, dass sie gesundheitsfanatisch ist. Eiweißrührei mit Truthahnspeck. Na dann, Ruby, mach mal. Kannst du auch ein bisschen mehr? Ja, mach mal eine Familiengröße. Dann hast du ein paar Reste für später. Wir können die Weihnachtsdeko ja mal langsam wieder wegräumen. Nee, wir können sie nur ansehen. Dann machen wir sie mal in unser Inventar, da wo auch schon die Herbstsachen drin sind. Dankeschön. Na, komm rein hier. Können wir dich nicht ins Inventar stecken? Dich aber, oder? Im Inventar platzieren? Im Inventar platzieren? Jetzt ist es. Okay. Und hier unsere süßen Holzrentiere, die sind ja auch super toll. Sehr schön. Also wir kriegen hier immer mehr. Hier ist schon wieder Dünger. Verkaufen wir den wieder. Weg damit. So. Ruby, jetzt gehst du mal frühstücken. Was mit der Dusche hat nicht geklappt, oder was? Ja. Solltest doch noch duschen und das Katzenklo säubern. Hallo Minoru, schön, dass du wieder da bist und aufräumst. Ja, auch schön, dass da Pferdeäpfel im Bad liegen. Danke dir. So, Ruby macht sich hier lecker Rührei. Und ich würde sagen, wir haben heute Vormittag. Oh, Moment, Ruby findet Latin Pop schön. Claro. Heute Vormittag, wenn sie jetzt alles durch hat und sie war nicht mal auf der Toilette. Was hast du bitte im Bad gemacht? Nichts hast du gemacht. Also, wenn sie das jetzt hier geschafft hat, dann gucken wir mal, ob wir das mit der Höhle vielleicht heute Vormittag nochmal schnell erledigen. Und heute Nachmittag und heute Abend bereiten wir dann alles für die große Silvesterparty vor. Also groß in Anführungszeichen. Wir gucken mal, wie wir einladen. Ach so, und sie müsste ihren Nektar natürlich auch noch weitermachen, weil sie ja gestern von Mel eingeladen wurde. Und die beiden einen sehr netten Nachmittagabend draußen hatten, im Schnee, mit Schneemann bauen. Plötzlich waren da noch Mistelzweige im Spiel. Also, ich weiß auch nicht, was da so passiert ist. Hier seht ihr das. Und die romantische Anzeige ist auch doch ein ganzes Stück hochgegangen in der kurzen Zeit. Also, ich glaube, mit den beiden, das passt irgendwie schon ganz gut. Und eigentlich wäre ja Ipanema heute wieder dran mit dem Ausritt. Aber wenn sie jetzt schläft, dann nehmen wir jetzt mal nochmal Serafina. Oh, aber erstmal wird Bürgermeister Schnurrhaar geknuddelt. Das ist doch süß. So, Serafina, hast du Lust auf den Ausritt? Ja, du siehst so aus, ne? Und da reiten sie wie der Wind. Und wir sind erstmal kurz zu Don gekommen. Er ist schon wieder am Grillen. Also immer, wenn wir hier ankommen, grillt er. Und dann werden wir uns gleich mal weiter auf den Weg machen zur Höhle. Und Mel ruft wieder an. Und ich muss dir eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit stellen. Bist du bereit? Also gut, ist ein Hotdog ein Sandwich? Nein? Wir sind da einer Meinung, das ist echt abgefahren. Okay, Mel. Und Mel ruft an und fragt, ob wir Lust auf eine Verabredung haben. Och Mensch, Mel, na, wir haben gerade was zu tun. Nachher kannst du zu uns kommen. Es ist total lieb. Also er gibt sich wirklich Mühe. Nein, danke. Oh, hat das jetzt irgendwas Negatives gemacht? Das Romantische ist fast weg. Nein! Ach Mensch, so war es doch nicht gemeint, Mel. Oh Mann. Naja, gibt dann einen Silvesterknutscher. Okay, dann ist alles wieder gut. Stopp, ihr wollt ja aushören. Wir wollen doch da rein, Serafina. Nicht wieder wegreiten. Wir sind gleich wieder da, Serafina. Guck mal, hier kannst du ein bisschen Wasser rumplanschen. Ist das hier schön? Oh ja, das gefällt ihr hier. Ist aber auch wirklich schön. Jetzt wird das Wetter auch immer besser. Und Ebene 3, abhängende Fledermaus. Ja, das ist wieder mit dem Runterhängen, ne? Genau. Die Fledermaus hat 13, wir 30, Angriff. Und wir haben 11 Schaden verursacht. Okay. Die Fledermaus hat jetzt noch 2, wir immer noch 30, Angriff. Und wir haben es geschafft.
Ebene 3. Hier ist wieder das Webduell. Das Skelett hat 14, wir 30. Angriff. 9 Schaden. Skelett hat jetzt noch 5. Wir haben 30, also Angriff. Wir haben es besiegt. Jetzt kommt wieder die Riesenspinne mit ihren Tennisschuhen. Angriff. 11 Schaden. Müssten noch 2 übrig bleiben. Genau, 2 ist übrig. Angriff. Besiegt. Eine Billiglimonade haben wir gefunden. Dankeschön. Ach, jetzt kommt der kopflose Reiter, den wir vorhin hatten. Da brauchten wir ja dieses rote Fleisch. Und das werden wir ja anscheinend jetzt haben. Und der kopflose Reiter hat bei Ruby 8 Schaden verursacht. 9. Und jetzt kommt nochmal der kopflose Reiter. Und der hat jetzt noch 11 Gesundheit, wir 22. Und wenn wir ihn nochmal angreifen wollen würden, bräuchten wir den Energienektar. Richtig, weil der Ritter brauchte nämlich nicht das rote Fleisch, sondern den Energienektar. Und das rote Fleisch brauchte nämlich der T-Rex, der jetzt nicht mehr da ist. Aber jetzt hat er den kompletten Energienektar verbraucht. Das finde ich ja blöd. Da waren, glaube ich, 4 Flaschen, also 4 so eine Portion drin. Der hatte fast 2000 Wert. Sowas. Na gut, dann laufen wir jetzt weg. Wir sind ja ein bisschen weitergekommen. Ach Mensch. Ruby wurde besiegt. Sowas. Wir sind wieder zu Hause und es ist schon 9:15. Ich habe gleich mal einfach alle, die wir sowieso eingeladen hätten, mitgebracht nach Hause. Haben wir sozusagen von unterwegs angerufen und wollten die dann hier treffen. Wir müssen mal hier ganz schnell ein bisschen Schüssel füllen, vielleicht noch was zu essen kochen. Oh mein Mensch, wir könnten ja auch einfach eine Pizza bestellen, oder? Das ist doch was, was man Silvester gut machen kann. Bestellung aufgeben, Pizzaservice. Wir wollen, keine Ahnung, wir nehmen mal Käsepizza, falls noch Vegetarier dabei sind. Man weiß ja nie und Ruby ist so müde. Also Musik läuft schon, was brauchen wir denn noch für so eine Party? Also dekoriert, ja gut, wir haben noch die Weihnachtsdeko, passt schon. Wir brauchen, ja, Musik, okay. Vorsätze fassen, das können wir gleich noch machen. Und den Countdown, da bräuchte man einen Fernseher. Oh, einen Fernseher? Es gibt ja hier diesen ganz alten. Der wäre schon irgendwie ganz cool, oder? Ich glaube, das wird zu Ruby auch passen. Einfach so ein alter Fernseher. Wo packen wir den hin, ist die Frage. Hier in unser kleines Wohnzimmer? Nee. Wir könnten den auch, ich meine, jetzt für Silvester vielleicht eher hier hinten hinpacken. Und dann holen wir ihn uns aber irgendwann nochmal wieder zurück. Einfach nur, damit die Leute, wenn sie dann hier vielleicht so sitzen oder so, sich den Countdown angucken können. Das ist doch, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, dann kommt mal alle rein. Schön, dass ihr da seid. Wer ist denn überhaupt alles da? Dani ist da. Familie Grove ist da, aber ohne Kinder. Dann hier unser River ist da, unser Barkeeper. Und Mel ist auch da. Das ist doch schön. Kommt mal alle rein. Macht's euch gemütlich. Ach, Silvester-Countdown läuft da schon. Cool, die setzen sich auch da gleich schon hin. Das ist ja süß. Pizza ist auch unterwegs. Sollen wir noch eine Flasche... Huch, ich sehe, man sieht nichts. Sollen wir noch eine Flasche Nektar aufmachen? Wir holen mal noch eine Flasche Nektar. Nektarflasche nehmen. Welche nimmt sie denn jetzt? Vielleicht irgendeine? Nee, Moment, stopp, dann machen wir das anders. Öffnen. Ich will sehen, welche du nimmst. Irgendeine, die nicht so viel kostet. Ruby hat jetzt mal so eine einfache Flasche Traubennektar geholt. Und dann kann sie mal hier 4 Portionen einschütten. Wer denn möchte, kann sich was nehmen. Kommt doch alle rein. Ach, hier guckt auch alle den Countdown. Okidoki. So, Ruby, schenk mal was ein. Dann können wir ein bisschen Silvesterratsche drehen und mit den Hörnern tröten. Was stand da gerade? So, jetzt kommen auch alle an den Tisch. Ich habe Nektar für euch. Wer hat denn Lust? Wer möchte? Setzt euch alle. Oh, sie stellen sich alle schon zum Countdown auf. Wir haben doch noch eine Stunde. Und Ruby fasst jetzt mal ihren Vorsatz. Was soll sie denn schaffen? Einen bestimmten Meilenstein abschließen? Oh, einen Partner finden, finde ich gar nicht so schlecht. Das können wir vielleicht hinkriegen. Vielleicht ist das ihr Vorsatz mal, dass sie einen Partner findet. Ina! Wadisa! Oh nein, Ruby klappt jetzt hier erstmal zusammen. Nein, Ruby. Ach, Ruby, wir wollten doch mal einen Tag schaffen, ohne dass du auf dem Boden liegst. Ach, Milo ist auch mitgekommen. Hi, Milo. Ruby, steh auf. Es ist gleich Silvester. Oh, guck mal, da ist sogar schon jetzt der Countdown. Los, Ruby, mitzählen. Frohes neues Jahr. Na, sowas wie ein frohes neues Jahr Knutscher? Oh ja, hier sind ein paar, sind hier schon am Knutschen. Romantik. Kann ja mal flirten. Oh, die beiden umarmen sich schon mal von alleine. Das ist doch auch süß. Oh, die Pizza stand vor der Tür. Oh nein, Pizza. Sie liegt hier irgendwo vor der Tür. Ja, sorry. Es war ja gerade... Hier war gerade so viel los.
So, da ist unsere Pizza. Hey Leute, Pizza ist da. Tada. Aber ich finde, sie muss jetzt einmal noch. Zumindest so einen kleinen, frohes neues Jahr, Knutschi. Gibt es sowas nicht? Na, dann einmal so einen Knuddler, okay? So ein frohes neues Jahr, Knuddler. Und dann schneiden wir die Pizza an. Ah, oh, ihr beiden. Wie sie ihm nachschaut. Das ist so süß. Stoon Weebus. Ah, er kommt nochmal zurück. Frohes neues Jahr, Ruby. Frohes neues Jahr, Mel. Mal gucken, vielleicht wird es ein gutes Jahr für uns. Alle an die Pizza. Mitternachtssnack. Swarpsa. Und die beiden haben sich jetzt ein Getränk genommen. Prost. Sveni Brashu Prash. Savram Zawag. Schnarps. Und jetzt sitzen sie hier, essen Pizza, trinken einen Schluck. Ist doch eine nette Feier geworden, ne? Richtig schön. Bürgermeister Schnorrhaar ist auch da und Milo freundet sich mit Dani an. Richtig toll. Und wir haben alles erfüllt an Silvester. Cool. Was machen die beiden jetzt hier? Ach, die wollen plaudern, okay. Ja, Ruby ist müde und muss auf Toilette, aber sie hält doch tatsächlich richtig gut durch bis jetzt. Sie ist nur einmal ohnmächtig geworden. Hier steht immer noch der gute Nektar. Packen wir ihn halt wieder ein, wenn die keiner trinken will. Okay, ich nehme alles zurück. Sie ist doch nicht nur einmal ohnmächtig geworden. Ach Mann, Ruby. Jedes Mal, wenn wir was machen. Und Dani so, okay, Ruby, mach mal. Und ich glaube, Mel wurde von ihren Freunden auch schon ganz gut akzeptiert. Er steht zwar ein bisschen abseits, aber er unterhält sich auch immer mal wieder mit den Groves. Und Silvester war erfolgreich. Cool. Na, geht jetzt alle nach Hause. Tschüss, schön, dass ihr da wart. Und jetzt sind alle anderen schon gegangen. Und Ruby und Mel sitzen hier noch zusammen. Oh, jetzt stehen sie auf. Na, was nu? Der Mistelzweig ist wieder da. Ach, süß, ihr beiden. Es hat einmal funktioniert, jetzt kann es erst auch mal funktionieren, Ruby. Dann gehen wir auf die Toilette und ich glaube, ja, dann wird es auch Zeit zum Schlafen. Sorry, Mel, du kannst gerne hier bleiben, aber ich bin so müde. Ich muss jetzt schlafen. Es ist jetzt schon 6 Uhr morgens und Mel ist immer noch da. Er unterhält sich mit Bürgermeister Schnorrhaar, läuft ein bisschen rum, hat was gegessen. Ich meine, Mel, du könntest ja vielleicht mal aufräumen. Das wäre cool. Und der Frühling ist da. Okay, man sieht es nicht. Ganz diesig, aber... Grundsätzlich wäre jetzt der Frühling da. Wie schnell der Winter vergangen ist, ist es echt verrückt. Die Zeit rennt. Oh, hier ist aber alles ganz schön doll stinkig. Minoru, wo bist du? Tschüss, Mel. Ja, ich verstehe das. Du musst auch zur Arbeit, ne? Bis dann. Und während Ruby bis um, ich glaube, 23:30 geschlafen hat, jetzt ein bisschen Gartenarbeit erledigt, eigentlich total noch hungrig und alles ist. Was hat sie denn hier? Ja, Hunger und Hygiene. Ist Mel schon wieder da? Hi Mel. Wir begrüßen ihn erstmal und dann essen wir Frühstück. Hallo Mel, schön, dass du schon wieder da bist. Oh nein, und Flocke wird alt. Oh Mann, oh Flocki. Wahrscheinlich haben die sich Fotos von Silvester angeguckt, wie Ruby auf dem Boden lag und alle anderen hatten Spaß. Och. Wie innig die beiden sich auch umarmen. Ist das niedlich. Was haltet ihr denn so von Mel? Meint ihr, der ist der Richtige? Bis jetzt hat er sich noch nicht zu Schulden kommen lassen eigentlich, oder? Na, warten wir mal ab. Oh, Flocki, und du willst ein Senior sein, so wie du hier rumhüpfst? Du bist so süß. So, jetzt isst doch mal was, Wobi, wenn du Hunger hast. Und Minoru, du bist so fleißig. Ich danke dir. Aber den müsstest du mal wieder sauber machen. Der sieht ja eklig aus. Orkan hat jetzt schon Level 7 der Charakterfähigkeit erreicht. Sims können Orkan jetzt nach dem Umgang mit Sims fragen, wodurch der Aufbau der Charisma-Fähigkeit des Sims eine Weile beschleunigt wird. Minoru wäscht hier in der kaputten Spüle ab. Das muss man auch erstmal schaffen. Minoru, mach sie doch sonst vielleicht heile. Das wäre total toll. Und ihr beide, seid ihr schon Freunde? Das wäre süß. Wenn Ipanema und Bürgermeister Schnorrhaar Freunde werden, na nee, eben war da nicht mehr so doll. Oh, was passiert hier? Hier wird irgendwie geplaudert, oder? Na hallo, ihr beiden. Das machen sie jetzt auch ganz von alleine. Das finde ich richtig schön. Das zeigt ja auch, dass es von denen aus ist und nicht irgendwie von mir dann gezwungen wird. Oh, die hören gar nicht mehr auf zu flirten. Na komm, dann ist, glaube ich, der erste Kuss jetzt auch drin, oder?
Kebaya! Na, Ipanema guckt zu. Passt genau auf. Ipanema ist ja unser Aufpasspferdchen, ne? So wie so ein Wachhund, ein Wachpferdchen. War sie ja schon immer. Tada! Na, wie war's? Alles gut? Ach, mit dieses beschämte Ha-ha-ha-ha. War doch ganz schön. Na, Mel, wo willst du hin? Geh jetzt nicht weg. Nein, er ist immer noch da. Ach so, die flirten jetzt hier weiter und Ruby muss auf die Toilette. Okay, dann mach das mal. Und Mel fühlt sich hier, glaube ich, schon wie zu Hause. Er hat sich jetzt hier hingesetzt, den Fernseher angemacht. Ruby könnte ja hier mal gleich mal die ganzen Weintrauben ernten. Ist Milo auch noch da? Das ist jetzt die Frage, ne? Milo, bist du alleine zu Hause? Ja, du bist zu Hause. Na gut, vielleicht ist er ja beim Hundesitter. Oh nein, unser Strom ist schon wieder alle. Tut mir leid, Mel, nichts mehr mit Fernsehen. Kannst du gucken, wie wir hier wunderschöne Weintrauben ernten? Na, wenn wir jetzt schon mal so viel geerntet haben, könnten wir eigentlich uns auch mal ein bisschen wieder an unseren Nektar machen. Haben wir letztes Mal nicht mehr geschafft. Wo bist du, Mel? Bist du nach Hause gegangen? Oh nein, du räumst hier auf. Finde ich gut von dir. Super, ich danke dir. Ruby macht ein bisschen was für ihren Nektar, okay? Guck mal, der ist sogar noch da drinne. Der ist bestimmt total lecker, wenn er jetzt da ein paar Tage drinne lag. Und Ruby hat Level 3 der Nektarherstellung erreicht. Ruby kann mit der Nektarstation jetzt ungewöhnliche Präriegrasnektar und Müllnektarrezepte zubereiten. Und auf diesem Fähigkeitenlevel hat Ruby ihre Technik verbessert, sodass die Nektarstation beim Gebrauch langsamer schmutzig wird. Cool. Sehr schön. Und Mel ist runtergekommen, um mit uns zu reden. Und hier ist er. Er will auch flirten. Ach, Mel, das ist so süß von dir. Jetzt flirten sie, während Ruby hier in dem Ding drin und umstampft. Aber jetzt muss er auf Toilette. Bis gleich. Und jetzt kann Ruby einen Präriegrasnektar. Und wo ist der andere? Konnte sie nicht noch irgendeinen anderen? Müllnektar stand doch da, oder? Ach, weil wir keine Müllfrucht haben. Na gut, dann machen wir jetzt mal Präriegrasnektar. Und Mel macht sich auf den Weg nach Hause. Tschüss, Mel. Schön, dass du da warst. Die nächste Flasche ist fertig. Och, wir machen jetzt, glaube ich, noch so 2, 3 Stück. Ipanema ist traurig, ja. Wir kommen gleich nochmal kuscheln, okay? Hallo, Ipanema. Ist doch alles gut, meine Hübsche. Alles ist gut. Brauchst nicht traurig sein. Oh, guck mal, so schnell bist du wieder glücklich. Eine Karotte und die Welt ist wieder in Ordnung. Wer kommt da? Hallo, Donna. Dir geht's auch gut. Floppy, wir könnten dich mal wieder scheren. Das macht Ruby gleich mal. Und dann ist Ruby auch schon wieder müde und hat Hunger. Okay, sollen wir erst was essen? Ja, ne? Ih, das sieht ja eklig aus. Schüssel leeren, kriegst gleich Frisches. Gute Nacht, Ruby, bis morgen. Guten Morgen. Minoru ist auch schon da. Die Rechnungen sind auch schon da. Ach, Minoru ist echt ein guter, ne? Also, eine sehr gute Rennschiffe. Ich habe auch noch gar nicht erlebt, dass wir ihn bezahlt haben. Wann kommt denn das, dass wir ihn bezahlen müssen? Oder verschwindet immer irgendwas und ich sehe es nur nicht? Und endlich wieder Präriegras ernten. Haben wir lange nicht gemacht, oder? Dieses Bild habe ich lange nicht mehr gesehen. Wir haben schon mal einen Turmalin gefunden. Wir brauchen Energienektar, Ruby. Streng dich mal an, weil den können wir noch nicht herstellen. Und wir müssen doch diesen kopflosen Reiter damit überzeugen, uns durchzulassen. Also wir finden hier so viele Sachen, aber leider kein Energiegrasnektar. Und es werden immer mehr Pferde, die hier kommen, um zuzugucken. Ja, entschuldige, Ipanema, ich arbeite hier. Müllnektar, oh, was war noch? Also Müllnektar, Granatapfel, Kochbanane, kein Strom, Pferdemist. Wieder Strom da, keine Ahnung, Pferdemist. Apfelnektar, Präriegrasnektar, also wir finden alles, aber kein Energienektar. Ach Mensch. Und die Pferdchen stehen hier alle rum. Oh, was ist mit dir, Orkan? Geh doch mal weg. Du musst doch hier nicht stehen. Hunger, Energie, Spaß, sozial. Vielleicht muss Ruby auch mal aufhören. Dann geht er vielleicht woanders hin. Jetzt müssen wir ihn gleich mal zum Essen rufen. Vielleicht ist er hier irgendwie fest. Steckt er hier fest? Ach ja, und Erika ist ja auch noch gekommen, uns zu besuchen. Können wir uns noch ein bisschen unterhalten mit ihr. Hey Erika, sie ist, glaube ich, eine von unseren Nachbarinnen. Wäre ja auch mal ganz schön, vielleicht noch mal irgendwie eine nette Freundin zu haben, mit der man ein bisschen quatschen kann. Unsere Weintrauben sind schon wieder gewachsen, meine Güte. Und, wo ist jetzt Orkan? Geht's dir besser, kleine Maus? Zumindest isst er jetzt schon mal was. Er sollte mal schlafen gehen, aber das kommt er vielleicht auch selber auf die Idee. Ipanema, was ist bei dir schon wieder nicht gut? Ipanema, Spaß und Hygiene. Pferd bitten zu spielen. Erika geht jetzt auch wieder nach Hause. Tschüss, Erika. Ist ja auch schon fast 11. Ruby geht's noch erstaunlich gut. Also das sieht man auch selten um die Uhrzeit.
noch ganz gut drauf. Was könnte Ubi denn noch machen? Ubi wird jetzt noch ein bisschen Nektar machen, ne? Wenn es ihr schon noch so halbwegs gut geht, müssen wir das mal ausnutzen, dass wir in der Fähigkeit mal noch ein bisschen vorankommen. Aber unser Regal ist gut gefüllt. Wir haben auch viele Flaschen gefunden, eben im Präriegras, aber leider nicht die richtige. Und während Ubi hier fleißig weiter Nektar herstellt, werde ich den Part heute beenden. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!